Hallo Affenfreunde, willkommen zurück zu Ape Escape 2 und ich habe so Bock aufzunehmen. Ich habe schon ewig nicht mehr Ape Escape 2 aufgenommen und ja, wo waren wir? Ich stehe geblieben. Oh Mann. Oh, wir müssen jetzt in der China-Welt wieder. Nice. Das ist doch mal nett. Das ist doch was. Boah, hab ich da Bock drauf jetzt. Boah, geil. beim Kaiser dahinter waren, glaube ich, noch welche, ne? Ich erinnere mich an früher, an damals, wo wir hier waren. Und, ja. Boah, wir haben auch viel Munition jetzt immer, ne? Was, hier ist jetzt schon einer? What the fuck? Wieso habe ich den denn damals nicht gesehen? Hä? Der ist neu da hingekommen. Könnt mir nichts erzählen. Hä? I don't understand. Geht. Aha. Lulz. Ja, der ist ja wohl mal versteckt. Und der macht nichts, ey. Damien, ey. Damn. Er wurde erwischt. hier können wir nichts erreichen. Also, kein Secret. Wollen wir nochmal da rein? Ich würde schon fast sagen, ja, aber wir müssen ja auch das Secret suchen. Hier ist echt nicht so. Die Münze lasse ich jetzt mal liegen. Scheiß drauf. Wirklich rein? Ja, muss ich den ganzen Weg zurück wieder laufen, wenn es dann doch hier drin ist. Aha, ich hab's mir fast gedacht. Ja, hier wird's wohl nicht sein, oder? Ich kann ja trotzdem mal. Ja, ich mach mal den Propeller raus. Wer hätte es gedacht? Ich als Propeller-Fan mach den auch mal raus. Das gibt es heute nur exklusiv zu sehen. Das ist doch mal was Verrücktes. Ich mach nicht die Affe da aus. Und das Netz und das Schwert, das brauchen wir doch immer. Ja, was passiert denn hier? Jetzt die Buddha-Figur ging weg, oder? Richtig? Oh yes! Mein Gedächtnis ist echt richtig gut. Ja, wenn hier Secret ist, zum Glück ist es hier, habe ich echt nicht falsch gedacht. Ich habe gedacht, ich gehe jetzt hier umsonst rein, wenn hier eh nichts ist. Ah, ich glaube, hier war sogar irgendwie was zum Zerdeppern, ich erinnere mich. Wo ich noch damals gesagt habe, scheiße, da können wir noch nichts machen. Ja, erstmal hier drehen. Renn. Aha. Lola rennt. Der Film. Oh, was geht jetzt ab? Mhm. Ja, schnell hier durch, ich weiß. So, wo war denn das? Oh, jetzt brauche ich doch den Propeller oder was? Oh, nee, hier komme ich auch rüber. Oh, tschüss, Mann. Ach, wir können sogar 13. Streuschussgeschosse. Geiles Wort. Ach so, da sind nur Münzen und ein Keks. Hier war auch ein Keks, also von daher. Genau, in der Vase war was, oder? Ja. Ey, voll krass, Mann. Voll krass. Okay, der konnte mal nix. Bruce Lee, ja, ist klar. Bruce Aff. Geil. Oh, die Nerven, die sind gar nicht so geil. So, jetzt können wir auch wieder den Propeller reinmachen. Fail! Ah, schaffen wir noch. Habe ich damals so gesagt, oh, ist ja leicht. Brauchst du noch nicht mal den Propeller. ja. Epic Fail schon wieder hier. Mm. Boah, ach, müssen wir die besiegen? Eigentlich nicht, ne? Nee, jetzt kassiere ich nur unnötig. Das war so klar, Mann. Das war so klar. Geh mal nach Hause, ey. Jetzt besiege ich die auch noch. Jetzt habe ich es angefangen. Die haben mich jetzt gelangweilt und geärgert und gemobbt und... Ah, weg mit denen. Ciao. So, jetzt müssen wir zum Kaiser. Jetzt geht's zum Kaiser. Eine Audienz beim Kaiser. Ach nee, der ist ja sowieso nicht mehr da. Aber zum Kaiserthron dann halt. Dann revidiere ich das doch gerne doch mal. Hier ist jetzt nichts mehr, oder? Wie viele Affen sind es denn noch? Einer? Ein bunter Affe? What the fuck? Warum bunter? Hab's ja echt mal so einen schwierigen Affen zu fangen. Und jetzt dieser Scheiß wieder. Zack. So, jetzt gemacht. Kann man, glaube ich, auch drunter kriechen. Das weiß ich jetzt aber nicht. Ja doch, da ist er. Ach du Scheiße, Son Goku!
Wisst ihr was? So mal richtig geiles Trivia. Goku, ne, ist, Wukong. Ja. Das ist wirklich Wukong auf Japanisch oder so. Heißt Goku Wukong. Und Wukong ist ja wohl berühmt für die Affensage, ne? Und der hat ja auch gerade so einen Stab. Ihr seht's ja. Also es ist praktisch Wukong. So ein Wukong. Oder Wukong. Ah, fragt mich nicht. So genau kenne ich es jetzt auch nicht. Ich kenne aber den Wukong von League of Legends und Sun Wukong von Warriors Orochi 3. Oder von Warriors Orochi 2. Naja, aber auf jeden Fall, das war jetzt Trivia. Goku ist Wukong. Wer es nicht glaubt, Wikipedia lesen bildet. Ne, wirklich. Was wollt Pipocchi denn? Der hat doch keine Hobbys. Och nö, jetzt müssen wir den Schmarrn hier wieder machen. Ah, wir haben jetzt unser lustiges Auto. Sushi. Nom 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 nom. Oh, ja, wir Pipocchi. Du zeigst mir jetzt nicht an, dass ich hier ein Auto brauche. Den kündige ich in meinen Job hier, ey. Kein Scheiß, Sushi-Wagen. Sushi-Wagen macht es doch gut. Good job. Sushi-Wagen geht jetzt drauf. Mit geht drauf mache ich auf der Plattform, ne? Nicht, dass er kaputt geht. Den können wir tatsächlich zerstören. Lol. Los geht's. Also so ein Wukong. Oder zu Son Goku. Ich denke mal, Son Goku ist bekannter durch die Dragon Ball-Reihe. Dragon Ball. Dragon Ball. Hä, was ist hier eigentlich noch? Hier war ich damals noch nicht. What the fuck? Ich will wissen, wo ich hier hinkomme. Sagt es mir doch bitte mal. Oh yeah. Ach, wieder zum Anfang wahrscheinlich. Ach, brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Ich wollte es nur wissen. Ich wollte es nur wissen. So neu bin ich nun mal. So, ich glaube, den holen wir uns jetzt runter, weil der ist auf Wolke. Passt ja. Wukong mit seiner Wolke und mit seinem Stab. Hallo? Wukong? Oder Son Goku? Whatever. Geil, da kreist der mal gerne rum. Oh Mann. Lass, wir holen ihn runter. Hä? Leute? Ach, da bist du. Und tschüss, Mann! Geh baden, weg von deiner Wolke Nummer 7. Oh, wie ab! was hat der hier gekifft? Chill. What the fuck? What the fuck? Scheiße, wie abgeht. What the fuck? Oh, tschüss, Mann. Schwerste Affe bis jetzt. Ich sag's euch, wie er abging. Sun Wukong. Boah! Oder Son Goku. Oh, nee, ey. Ja, der hat mal was gekifft. Boah! Ja, deswegen war der auch bunt, ne? Weil er bunte Farben schon sieht. So viel hat er Intus gehabt. Du kannst jetzt nicht aufgeben. Da sind noch massig Affen unterwegs. Natsutsumi? Das hatte ich nicht vor! Lächerlich. Ach du Scheiße, 6 Affen. Na gut, machen wir das noch. Machen wir das noch. Scheiß drauf, wenn der Part länger wird. Ist mir jetzt so egal. Ich hab so Bock gerade. 6 Affen, das ist nicht wenig. Und am Ende, wo weiß ich noch, dass man da einige Affen noch fangen konnte. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall den Affenradar, weil ich nicht weiß, ob ich was übersehen habe an irgendeiner Anfangspassage. So, was machen wir jetzt nun, ne? Das ist die Frage. What the? Scheiß Schweine, Porkies. Die blöden Porkies. Wer kennt Porky von Mother? Porky. Mother Free gegen Porky. Na, jetzt mal ganz. Ach, du bist ein. Na, ich sag's jetzt nicht. Scheiß Frontschweine, Mann. Habe ich jetzt echt was übersehen? Wehe. Wehe. Ich warne euch. Wenn ihr mir nichts gesagt habt, dann gibt's aber Bomben. Das ist mal ganz ehrlich. Was geht?
Hier wäre ein geiles Versteck. Das war nicht der Fall. Oh, wieso zeigt das in die Richtung? Ich da jetzt echt was übersehen? Nee. Wenn, dann gehe ich offscreen irgendwann zurück, wenn es nicht anders geht. So mache ich das, das weiß ich schon ganz genau. Und ich reise jetzt auf den Stern. Wieder in Akropolis bei den Griechen, bei der Schuldenkrise, höchstpersönlich. Tja, so ist es. Nee. Boah, könnte das sein, das Secret. Das Secret dieser Map bleibt verschollen, das ist scheiße. Mann, ich weiß es doch nicht, oh Mann. Also, was da eben abging, muss ich mir echt nur mal durch den Kopf gehen lassen. Naja. Die Wappen, Wappen. Ja, man kann ja nie wissen, ne? Nicht, dass jetzt jemand sich beschwert, dass ich hier immer alles genau absuche, aber... Tja. Mann, Mann, Mann. So, ist hier jetzt ein Affe? Oh, Slame, keine Ahnung. Sind echt alle am Ende, glaube ich. Oh, wir sind am Ende! Nee, wir sind tatsächlich am Ende der Map. Ja, das ist natürlich unnötig, dass ich jetzt hier extra nochmal durchlaufen muss. Na gut. Können wir nichts machen. Oh, war da vielleicht was? Tatsächlich nicht. OMG. Auch nix. Aber ich erinnere mich, dass hier noch Kekse waren. Nice. Die können wir gebrauchen. Das ist doch super geil. Wer das nicht geil findet, der ist nicht ganz normal. So. Ein Keks fehlt noch. Oh, Caro hat immer noch Hunger. Naja. Ein Keks. Sag mal, wie lange geht denn das hier noch? Ich überspringe die Gegner jetzt zu euren Gunsten, weil ich keinen Bock jetzt nochmal alle Gegner hier auch zu besiegen. Das bringt doch nichts. Ich will doch nur zu den Affen. Ich hätte selbst hier jetzt noch nicht mal ein Signal von einem Affen. Nicht mal einer. Und da hier auch nicht. Also mit diesem Secret-Radar, sag ich mal. Scheiße, ey. What the fuck? Lächerlich. Na gut. Kann ich nichts verändern. Aber hier sind wir jetzt, glaube ich, richtig. Das heißt, hier sind die Affen drinne. Nee, das mit dem Tauchen kommt ja noch. Nö. Naja, wir nehmen den Keks noch mit. Pipo. Mhm. Wer es zeigt jetzt raus, dann weiß ich echt nichts mehr. Nee. Tut es nicht. Ich habe echt keine Ahnung, Leute. Naja, wir tauchen ein bisschen. Oh, ich weiß sogar noch, wie die Steuerung funktioniert. Nice. Naja. Ihr merkt schon. Unnötiger geht's kaum. Naja. Das finde ich nicht schön. Bei Ape Escape 1 war es immer so nicht so linear, da konnte man dann schneller wieder zwei Affen hin und das ist sehr negativ hier. Ist mir negativ aufgefallen, dass die Maps so linear sind und ja, dass man bei Affen wieder, also wenn man da nochmal Redux hier die Maps beträgt, dann muss man den ganzen Schmarrn unnötig nochmal abforsten. Finde ich nicht toll, aber naja. Nein. Schießen wir uns wieder den Weg frei. Naja, naja. Aber ich glaube, nach dieser Unterwasserpassage mit Yellow Submarine sind wir tatsächlich an unser Ziel angekommen. Sagt mein Navigationssystem. Nein, Spaß. Aber ich erinnere mich noch dran. Ach, hoffentlich stimmt es auch. Mann, verpiss dich. Spaß. Wie sie langweilen. Wie sie langweilen. Konnte man die nicht alle holen? Na, fast alle.
Hat das Ding denn kein Turbo? Nein, hat's nicht. Naja. An der Oberfläche dieses Gewässers. Ey, voll krass. Ja, finde ich echt voll krass. Halt, jetzt sind wir da angekommen, wo ich hin wollte. Also, wenn ich mich recht erinnere, sind hier tatsächlich nur die restlichen Affen. Nur hier. Nur hier in diesem Let's Play. Nein, Spaß. Nur in diesem Part des Levels. Ja, und hier ist auch tatsächlich das Secret auch. Also, nur hier. Nur hier und nicht woanders. So, wie kriegen wir dich da runter? Ich will auch hoch hinaus auf den Springbrunnen. Ja, mal was anders. Mit der Zwille. Mit der Zwille geht das auch super gut. Das ist super. Die Meerjungfrau. Ariel oder was? Was ist mit... Sag, ist es Ariel? Hey, Grace. What the fuck? Okay. Na gut. Hier müssen eigentlich noch richtig viele Affen sein. Oh, Daily. The Daily Soap. Delay. Boah, was sind die Skitten da hinten ab? What the hell? Auf die habe ich jetzt irgendwie keinen Bock. Boah, also hier ist noch richtig geil, ey, alles. I like that. Und der ist im UFO jetzt, oder was? Och, nö. Och, nö. Und da kommt Frontschwein noch zu dritt. Ganze Armada. Bam, take that. Take that! Boah, das beste UFO owned in diesem Let's Play. Also so gut ging's noch nie. Delay. Hätt's mal lieber wieder wegrennen müssen, Feigling. Ja, machen wir jetzt die Frontschweine gerade down. Down, down, down. Oh. Hm. Ja, was gibt's hier? Das interessiert mich doch jetzt mal. Aha. Sind wir wieder am Anfang oder was? Ach du Scheiße. Das wäre... Wir sind jetzt tatsächlich... Oh, ich dachte... Hatte ich jetzt Schock, dass wir jetzt nicht mehr zurück könnten. Dann müsste ich alles nochmal machen, aber wirklich offscreen nochmal. Und das macht mir Angst. Drei Affen auf einen Haufen. Olli. Gute Stats eigentlich, außer Geschwindigkeit. Tommy, oh, der wird böse sein. Legendäre Affenmagier, sehr selten. Was hätte fast alles voll im Magen? Inhalt ist das Unnötigste. Also, der wird wieder abgehen, ich sag's euch. Ich schau mich erstmal hier hinten um, bevor ich den Fight gegen den legendären Affenmagier angehen will. Oh, hier ist sogar Secret, brauche ich gar nicht mehr gucken. Gegen Merlin, den Zauberer. Take that! Wer bist du? Mach wieder so eine Meerjungfrau. Dolph, Dolphin. Del. Ach, Mann, ey. Ein Dolphin. Ach, Mann, ey. Du gehst down. Ich hasse dich. Scheiß Wachseule. Oh, gibt sogar 10. Nice. Sehr sozial. Ja, macht nichts, macht nichts. Weißt du, wisst ihr warum? Deswegen. Gibt's denn nicht sogar noch einen Keks? Papunga, Papunga. Papunga, Papunga, Papunga. Nein, Spaß. Ja, wie gehen wir es jetzt an? Ich glaube, der Sprintreifen bietet uns hier das richtige Werkzeug. Ist nix mehr, ne? Ist tatsächlich nichts mehr. Oh, das ist fast wie so ein Gladiatoren-Arena hier. Erstmal den hier. Die Raketentypis weg, Mann. What the fuck? Zwei Räuber. Ja, tschüss. Was geht? Down. Oh, noch mehr Räuber. Was macht der? Der macht Gegner. Scheiße. Fuck. Scheiße. What the hell? Scheiße! Der ist so Beschwörer! Fuck it! Scheiße! Guckt euch das an! Ach du Scheiße! Was geht? Oh my fucking God! Du Scheiße! Oh my God! Oh my goodness! Warum tut man mir das an, Leute? Ich glaube, wir fangen erstmal Dave. Ich glaube, der ist einiges chilliger. What the hell? Oh, scheiße. Oh, oh, oh. Der macht uns aber auch ein bisschen Pressure hier. Du Bastard, du. Na! Komm schon, jetzt aber. Oh, der ist auch schwer zu fangen. Selbst der schon. Und jetzt wird's echt crazy. Just met you and this is crazy. So call me baby, ne? Von dem hätte ich echt nicht die Nummer. Oh mein Gott.
Scheiße! Oh mein Gott! Ja, das wird krass! Ja, das wird absolut. Ey, ich mach das jetzt mal richtig crazy. Für Sparta! Sparta! Sparta, Sparta, ich bin Spartakus, Mann! Für Sparta! Oh yeah! Es lief sogar gut, hätte ich nicht gedacht. Wow, was geht? Oh, ist das krass! Daumen und Tschüss, Mann, und Tschüss, ich hasse euch! Und so können wir uns wieder die Kekse auf. Oh, was geht? Vier Diebe, ist klar! Scheiße! Wo ist der Spaß? Tippet! Warum müssen wir jetzt noch? Oh, Scheiße, ist der krass! Der Beschwörer, das ist ein Beschwörer! Der biebt sich noch! Und da beschwört er wieder welche! Ja, wie geht der? How the hell? Hab dich! Yes! Boah, war das schwer! Boah! Oh my fucking God, war das geil! Also so einen Moment gab's doch hier in der Ape Escape 3. Bestes Ape Escape Moment, Phil! Daumen hoch für diesen Fight! Erst langweiliger Weg, aber das war hammergeil! Boah, hat das Spaß gemacht! Boah, geile Sache! Boah, geil, ey! Geil, geil, geil! Episch! Und jetzt machen wir es ein bisschen chilliger. Hier haben so viel Geld durch die Räuber bekommen und boah, kann man gut farmen. Ah nee, kann man nicht, weil er jetzt eingefangen ist. Hätte man gut farmen können. Mondbasis Level Foto, nice. So, das Affenmärchen, Affenpuddel Teil 3. Affenpuddel fuhr unauffällig mit ihrer Zauberkutsche vor das Schloss, doch die Wachen ließen sie einfach nicht in Ruhe. Alle Soldaten wollten mit dem schönen Affenmädchen, das viele Goldsäcke bei sich hatte, tanzen und verfolgten sie mit großer Ausdauer. Das arme Affenpuddel musste in ihrer Kutsche fliehen. Doch in der Aufregung verlor sie ihren Affenhelm. Passiert. Shit happens. Ah ja, oh, war's geil. Na, zu mich war schon so dies. Heute etwas Faszinierendes entdeckt. Der Schwanz eines Zitter als offenbar eine negative Elektrode und sein Kopf eine positive Elektrode. Es ist, oh, die negative war das, die Kathode und die positive Anode. Wenn es wieder falsch rum ist, dann könnte er mich echt in der Kombi zusammenscheißen. Zusammen haben sie eine Spannung von 800 Volt, ja, Physik und Chemie abgewählt, ne? Das wird nicht so, ey. Nicht mein Ding. Gegnerfoto. Oh, what? What? So what? Den kennen wir doch gar nicht. OMG, Spoiler, Spoiler, scheiße, Mann. Ey. Na gut. Ein Soundtrack. Hinterhältiger Spectre, nice. Endfight-Musik, die war glaube ich gar nicht so schlecht. Natürlich nicht vergleichbar mit den aus der alten Teil. Oh, die Affenkralle, nice. Da war der gute Sun Wukong. Beziehungsweise Son Goku oder Goku nur. Und der Kaiser natürlich. Konzept Kunstauswahl. Der weiße Affe, ja. Dich brauchen wir auch noch. Also in unserer Sammlung. Oh, der blaue Affe. Ja, jetzt kommen die ganzen Affen. Nice. Und der blaue Affe, das war der leichteste Bosskampf in meinem ganzen Leben. Affenpuddel Teil 4. Am nächsten Tag befahl der Prinz, man solle ihm den Affen bringen, dem der verlorene Affenhelm genau passe und ihn zu ihm ins Schloss bringen. Das schüchterne Affenpuddel wollte nicht zugeben, dass es ihr Helm war. Aber die Affenwachen kamen zu ihr und bestanden darauf, dass sie den Helm anprobierte. Dann wurde sie an den Armen auf den Marktplatz geschleppt. Ganz vorsichtig. Ganz gechillt. Ja, ja. Und was haben wir hier schönes? Ein geheimes Foto. Nein, so, Foto der zwei. Charu und Natsumi. Charu. Nö. What the hell. Unnötig, ey. War mehr verschwendet, als wir so wiedergekriegt haben. Epic Fail! Oh, was soll das? Gibt's jetzt nichts mehr? Natürlich muss es noch was geben. Bäm. Ein Affenmärchen, geht doch. Affenpuddel Teil 5. Auf dem Marktplatz wurde in einer langen Reihe Affen jeweils der Affenhelm aufgesetzt und sie warten, was nun geschehen würde. Bald kam Affenpuddel an die
die Reihe. Es kam ihr vor, als würden alle sie anstarren und am liebsten wäre sie einfach davon gelaufen. Aber als die netten Wachen sie in den Schwitzkasten nahmen, nett und in Schwitzkasten nehmen, ist so ein bisschen paradox, oder? Blieb ihr nichts übrig, als den Helm anzuziehen, oder? Es ist Ironie. Ja, Stilmittel, Ironie. Oh, was passiert nun, wenn sie ihren Helm ansetzt, beziehungsweise aufsetzt? Ein Soundtrack. Mitwirken, oh lol, okay. Bam! Gegnerfoto, nice. Oh, ah, ja, die sehen nochmal geil aus. Das sind Ratten. Das erinnert mich jetzt an Mario Party 9, an den, an diese Ratte bei Buhu's Horrorburg. Wie hieß die nochmal? Fuck. Ja, so eine Ratte halt. Die klaut einen die Mini-Sterne und wenn man sie nicht einfängt, ist auch alles weg. Heute Nacht hast du ein Albtraum, Lois, weinst zu deiner Mutter. Nee. Ich bin nicht so... So eine Heulsuse vielleicht nicht. Oh Mann, ey, so ein Schwachsinn, ey. Als ob ich jemals Albtraum habe. Vor allen Dingen heute Nacht, ne, wenn ich ins Bett gehe, schon wieder morgens, ey. So ein Schwachsinn. Naja. Ja, mit morgens, weil ich am Wochenende drehe, deswegen. Du hast ja einen Comic-Strip verdient. Nice. Na, ich strippe nicht, ist halt ein Comic-Strip, der strippt für mich. Das Leck im Dach. Es sind einfach zu viele Lecks. Dort drüben, reparier es sofort. Schau es sie dir an. Brauchst du Hilfe? Stopp! Du na! Oh mein fucking Gott, der Roboter, das ist verrückt, war alles kaputt, noch mehr Lecks und geil. Epic Fail. Narvenmärchen. Oh, jetzt geht's weiter ab von Puddelteil 6 schon. Was für eine Überraschung, der Helm passte, natürlich war sie insgeheim froh, doch sie zeigte es nicht. Als sie waren, sie ins Schloss brachten, konnten sie sich nicht mehr beherrschen und die Tränen des Glücks liefen über ihre rosigen Wangen. Oh, was ist mir heute los, ey. Und danach sollte sie den Rest ihrer Tage im Schloss verbringen. Alle Affen waren froh, dass Affenpuddel ihre neue, ewige Heimat gefunden hatte. Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute. Ende. Ende im Gelände. Ja, wir machen bis 100 Münzen, ne? Levelfoto. Oh, Affen-Kung-Fu. Die bösen Morgensterne. Das sehr schlechte Levelfoto. Das repräsentiert doch nicht das Level. OMG, ey. Ja, immer das Gleiche. So, was hast du jetzt für einen Tipp für mich? Wenn du das gesunkene Schiff mit dem U-Boot untersuchst, wirst du in der Durchfahrt auf eine Gabelung stoßen. Das gesunkene Schiff. Das gesunkene Schiff. Boah, wo war denn das? Wähle mit Bedacht einen der Routen in eine Route ist kürzer und nicht mit Hindernissen gespielt. Hä? Wo war denn das? Ich weiß gar nicht mehr. Ach, ist auch egal. Goldmünzen. Toll. Scheiße. Weniger als wir ausgegeben haben. Oh mein Gott. Affenmärchen, was ist uns das nächste? Die Affenstatue. Vor langer, langer Zeit gab es ein altes Ehepaar, das glücklich zusammenlebte. Am Silvestertag ging der alte Mann in die Stadt, um ein paar Affenhelme zu verkaufen. Vom Erlös wollte er Reiskuchen kaufen. Sein Großvater hatte die Affenhelme erfunden, aber sie funktionierten selten richtig und setzten sich daher nicht richtig durch. Ja, irgendwie funktionieren die auch. Die Affen werden ja auch crazy dadurch. Oh, Comic Strip, nice. Mädchenjagd. Hallöchen. Und wie geht's, unsere Feinde? Lust auf die Spazierfahrt in meinen neuen Flitzer. Ein Auto! Cool, los geht's! Das ist Kraut und lass mich gehen, du Spaßbastard! Ein Einrad als Motorrad mit übelsten Auspuff. Das ist aber wieder eine Horrorfahrt, ey. Tschüss. Ja, ist das geil. Oh, der war wieder mein Humor, ey. Der war... Oh, noch ein Comic Strip. Nice. Der Duft von Bananen.
Das ist ein Bananenrank. Mit seinem Duft kannst du Affen anlocken. Wow, probieren wir es mal aus, Mann. Ja! Nein, 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 das ist nicht für dich. Oh mein Gott, ey. Wir haben sicher deinen, der Professor hat sich dann selbst beleidigt. Das heißt, Affe, ich verstehe die Beleidigung gar nicht so. Weil ich mag ja Affen und, naja. Kann manchmal sagen, sagt man ja, ey, du Affe, ne? Und da hat er sich ja im Prinzip selbst beleidigt, weil Affen anlocken und er lässt sie selber anlocken. Lol. Übrigens war es eine richtige Banane. Die Affenstallteil 2. Der alte Mann beschloss, wieder heimzugehen. Er war enttäuscht, dass er so wenig Helme verkauft hatte. Er nahm den schönen, verschneiten Weg nach Hause, obwohl die Affenhelme sehr schwer waren. Unterwegs sah er plötzlich 6 kleine Affenstatuen am Straßenrand. Ihre Köpfe waren mit Schnee bedeckt und sie wirkten so, als sei ihnen sehr, sehr kalt. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott, Jesus Christ, Crucifix. Oh, es geht schon weiter. Euch muss sehr kalt sein, hier draußen. Mit diesen Worten strich der alte Mann den Schnee von ihren Köpfen und setzte ihnen die übrigen Affenhelme auf. Leider gab es 6 Affenstatuen und nur 5 Helme. Eine kleine Statue hatte keinen Schutz vor dem Schnee. Deshalb setzte der alte Mann seinen eigenen Affenhelm ab und setzte ihn der Statue auf. Oh, what will happen next? Geiles Foto. Oh, der Donkey Kong, der Endboss. Ah, beziehungsweise der erste Teil von Endboss. Der war recht chillig, oder? Soundtrack, was haben wir? Gegen Spectre. Das ist wohl der Final Spectre Fight. Nice. Affenmärchen. Final Spectre Fight möchte ich noch gar nicht spoilern, weil ich kenne den ja nicht. Schließlich kam der alte Mann heim, also den kriegen wir nur, wenn wir alle Affen haben. Als er seine Frau von der Affenstatue erzählte, wirkte sie erzürnt. Er fürchtete sich etwas vor ihren Blicken und versuchte sogar, ihr zu schmeicheln. Er sagte ihr, dass sie in diesem Kimono sehr gut aussehe. Doch die alte Dame war nicht zu besänftigen und wahrte eisiges Schweigen, obwohl es ihr gefiel, so etwas ab und zu gesagt zu bekommen, weil sie sonst von ihm nichts bekommt. ne? Achso, wir haben jetzt nur 100 left, das ist gut. Ja, dann beende ich hier. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann, ciao. Daumen hoch für den Zaubererkampf, wie gesagt. Oh, war das geil, ohne Spaß. Also, ich wünsche euch noch was. Haut rein.